Hallo, guten Tag und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Super Mario 3D Bild und wir spielen die Flotte der Riesen. Ja, richtig gehört. Es gibt ein Comeback zum Airship Ghost Ship Level. Und das werden wir mit Luigi spielen. Richtig gehört, ja. Ich finde die Engine immer noch richtig geil hier. Jetzt werden wir aber erstmal... diesen Mistkerl. Wenigstens haben wir jetzt diesen Stern. Dafür haben wir aber leider die Katzenglocke verloren, aber egal. Die kann ich mir auf Game immer wiederholen. Perfekt. Alter, was? Lost. Hier könnt ihr euch die Münzen holen. Guckt immer schön nach. Hier oben auf diesen Schiffsspitzen. Da war ein One-Up in diesem Fall. Richtig geil. Lost! Bin schon gestorben. Aber der erste Stern ist unser und sollte auch gar kein Problem mehr darstellen, da jetzt durchzukommen. Na gut, komm her. Das war ja einfach. Lächerlich. Und tschüss. Es gab nur Münzen. Oh no. Aber egal. Die Gewissheit, dass es nur Münzen waren und kein Stern, beruhigt mich. Schon ziemlich schwer. Kann den ganzen Mist ja so überspringen. Und wie die Kleidung von Super Mario oder ihm hier glänzt, ne? What? Die Okoshis blasen uns in der Tat wieder weg. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Ich wollte euch fragen, ob sie uns wieder wegblasen, aber das tun sie in der Tat. Okoshis sind zurück und machen uns das Leben schwer. Aber ich weiß jetzt, wo wir uns ein One-Up wiederholen können. Damit wir hier keine Leben verschwenden. Genau. Und eigentlich gibt es, Lost. Schon wieder. Ey, diese Bullies, ne? Sind so anstrengend. Wir müssen schnell diesen Riesenpilz aktivieren. Sonst wird das hier nichts. Holen wir uns erstmal das Leben. Meine Güte! Man muss aber auch echt warten, bis der letzte Frame Luft da weg ist, ne? Mann. Allerdings weiß ich auch, was ich jetzt in diesem Fall mache. Hab zwar nur einen Zeiger, aber mit dem gehe ich jetzt diesen Wolken richtig auf den Zeiger. Und halte sie einfach an. Alles klar, One-Up ist weg. Da, da,
Weg mit euch. So, alles klar, Ma. Luigi hat hier aufgeräumt. Habt ihr gesehen, ne? Richtig schön aufgeräumt hier. Und ab geht's dafür. Alles klar. Schade, schade, Schokolade. Und wir haben nichts draus gewonnen, außer unser One-Up. Wir haben quasi unendliche Versuche. Weil es hier immer wieder ein One-Up gibt. Es ist richtig genial eingebaut. Die Entwickler wussten ganz genau. Und jetzt nochmal das Ganze. Erstmal den Stern hier gestartet. Oh, wir haben einen Stern übersehen. Alles klar, das ist zu krass hier. Aber wisst ihr was? Gehen wir doch einfach nochmal sterben. Wir haben jetzt ja den zweiten Stern übersehen, den holen wir uns dann einfach mal. Ist ja eigentlich ein relativ kurzer Parcours. Ich hab so eine Vorahnung, wo der sein könnte. Erstmal unser Leben wiederholen. Ich sag ja, sonst gehen keine Versuche verloren hier. Und zwar ist er hier. An der Seite. Genau. Jetzt bloß nicht zu schnell, weil wenn Luigi hier einmal runterrutscht, dann war es das. Dieses Leben würde ich jetzt ungern werfen wollen. Wobei wir es uns einfach wiederholen könnten, ne? Aber egal. Zieh durch, Luigi. Es ist nur noch einer über. Wir haben hier noch einen Riesenheld. Sehr geil. Sehr geil. So muss das sein. So und nicht anders. Halt die Klappe. Also jetzt hier nochmal abzukratzen, ne? Das wäre bitter. Natürlich möchte ich jetzt unbedingt die Spitze des Fahrmastes erreichen, ihr kennt's. Yes, und ich hab's sogar geschafft. Perfekt. Und diesmal auch wenig Rage. Mehr Spaß an der Sache, aber das Level macht auch Spaß. Vor allem, weil es eine Fortsetzung war und es war schwierig und es war sehr knackig und ja. Frischer Salat, der auch sehr knackig ist.
Und dann haben wir, glaube ich, alle Level hier gemacht, ne? Außer hier im Level zurück im Haus der 1000 Touchscreen-Türen müssen wir wiederkehren, weil wir einen Stern vergessen haben. Ja, richtig gehört. Wir haben einen Stern vergessen. Das werden wir noch nachholen, aber stattdessen werden wir jetzt erstmal mit 240 Sternen dieses finale Level dieser Bonuswelt spielen. Es heißt Panik an der Lavafurt. Und ab geht's dafür. Das spielen wir mit Mario natürlich. Oder mal mit der... Ja. Prinzessin Rosalina von der Sternwarte. Das ist es. Das ist es. Diese Lava kriegt sogar eine 10 von mir, ja? Also Mario 3D Land hat eines der besten Lavas, die es gibt. Wir werden einfach gleich hier Dings kriegen. Und sterben! Lol. Gerade noch so geschafft. Hier war natürlich wieder versteckt der Münzen. Und selbstverständlich ist der Knochen trocken am Start. Aha. Wir müssen also von Plattform zu Plattform springen. Naja, immerhin haben wir den Stern bekommen. Der bleibt ja gespeichert. Lost. Einfach nur lost. Aber gut, ich reg mich jetzt in Zukunft nur noch auf, wenn ich mich wirklich darüber aufrege. Noch bin ich ziemlich entspannt eigentlich. Da habe ich schon so manches anderes Mal rumgeschrien. Alter, welch ein Glück! Ihn halten wir fest. Ach man. Und dann sterbe ich wieder so. Traurig, Rosalina. Was kannst du? Auf jeden Fall ganz knapp hier landen. Wow. Was für ein Skill. Habt ihr den Sprung gesehen? Zum letzten Frame. Und diese blauen Feuerbälle haben auch noch einen anderen Namen. Ich weiß den gerade nicht. Ah. Jetzt können wir mal gucken, wo die ganzen Sterne sind. Also da hinten sehe ich einen ganz am Ende. Hinter der Röhre. Und auf einer dieser Steinplattformen war auch noch ein Tanuki. Hier war er nicht, aber da war der Stern. Dann will ich mal warten, bis der auftaucht. Wenn der auftaucht... Dann müssen wir uns erstmal hier verstecken. Wenn der jetzt gleich auftaucht... Was hat sie gesagt? Lol. Jetzt warte ich, bis die Plattform auftaucht. Obwohl. Warte mal. Wenn die eingeht, ne? Also ich muss schon zeitlich einmal auf die da springen. Okay, hier ist nichts. Hier waren ein paar Münzen. Sehr schön.
Dass ich bis jetzt noch nicht gestorben bin, ne? Sollte ich nicht so laut beschreien. Aber ey, bis jetzt läuft es ganz gut. Und natürlich sind ja wieder versteckte Blöcke. Alles klar. Und genau an dem Punkt sind wir dann doch gestorben. Ja. Schon scheiße, dass es in dem Itemblock da, Itemblock da keine Items gab. Aber zum Glück kriegen wir hier nochmal eins hinterhergeworfen. Okay, wir sind klein. Aber wir kriegen hier den Stern, oder? Wir müssen es zurückschaffen. Ja, schaffen wir es zurück. Ein sauberer Weitsprung. Regelt. Aber hey, noch ist nicht aller Tage Abend. Ich warte mal, bis die Steine wieder verschwunden sind. Wenn der erste jetzt hier auftaucht. Alles klar. Alles klar. Wir brauchen den Tanuki. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Wenn wir ihn verlieren, haben wir schon verloren. 4 Leben noch. 5 Versuche insgesamt. Okay, das war wieder Skill. Sehr nice. Diese Roller hat uns gerettet. Sonst wären wir in die Lava gefallen. Oh Mann! Mist! Hier müssen wir auch das gute Timing erpassen. Ach, was für Timing? Egal, ich verkacke es gerade schon wieder. So ein blöder Mist, ey. Warum schaffe ich es denn jetzt nicht darüber? Hä? Bin ich so früh gesprungen oder was? Gleich dürfen wir alles von vorne machen. Dabei habe ich das so schön gemacht, ne? Ich habe das so schön gemacht. Ohne Fail am Ende noch. Und jetzt habe ich einfach eine Idee. So. Diesen blöde Passage übersprungen, wo ich kassiert habe. Ja, alles klar. Natürlich. Was ist hier drin? Ein Item, okay. Wollte gerade sagen, also das ist nur fair und gerecht. Wo? Wo? Wo habe ich die Magma berührt? Wo? Nein, Digga! Anzeige raus, Alter! Anzeige ist einfach raus, weil das ist Betrug! Bei Gott! So ein Scheiß!
Ich zieh mir gleich die Betrugskäppi von Domtendo an, ey. Okay. Jetzt haben wir es sogar noch besser gemacht als vorher und uns gar nicht treffen lassen. Ist natürlich eine Kunst, aber naja. Nein, das ist zu spät. Wir müssen kurz warten. Dann müssen wir einfach auch wieder zu spät. Das Teil, wenn das Teil rauskommt, dann müssen wir, weißt du? Perfekt! So wird's gemacht und wir hatten kein Game Over. Sonst wäre ich, dann wäre ich geraged. Also wenn wir Game Over gegangen wären und ich hätte alles von vorne machen müssen, dann wäre der Controller durch den Raum geflogen. Ich sag's euch, so wie es ist, aber hey! Wow! Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Super Mario 3D World. Und wenn wir wieder 3D World spielen, befinden wir uns nicht mehr in Weltpilz, sondern in Weltblume! Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich seid ihr ready!